Okay, ganz spontanes YouTube-Video. Wir waren gerade essen im Burgerladen und wollen euch eine Sache mit auf den Weg geben. Und zwar, wir sind da reingekommen, der Laden war leer, das war schon mal ein bisschen komisch, aber wir dachten uns, okay, kein Problem, es ist unter der Woche, es ist spät, vielleicht ist deswegen keiner da. Aber wir hatten natürlich im Hinterkopf, okay, vielleicht ist der Laden nicht gut, aber wir sind trotzdem reingegangen, weil wir hatten Hunger, nichts anderes hatte mehr auf. Aber gut, darum soll es nicht gehen. Sind halt reingekommen, haben uns was zu essen bestellt. Und uns sind direkt Dinge aufgefallen. Zum Beispiel, der Service war nicht gut, der Laden war halt leer und der Typ saß da, der hat Fernseher geguckt. Dann hat der da seine Zigaretten gehabt, das hat nach Zigaretten gestunken. Dann die Pommes waren halt komisch, der Burger war nicht gut. Alles hat halt irgendwie nicht gepasst. Und das Einzige, was gut war, muss man fairerweise sagen, war das Branding. Das heißt, es sah gut aus, der Laden an sich sah gut aus. Das heißt, gute Möbel, Lichter waren nice. Das war alles in so einem GTA-Theme, sag ich mal. Und genau, was wir dann halt gemacht haben, ist es direkt darüber zu sprechen, was man hätte besser machen können. Nicht, weil wir irgendwie, keine Ahnung, ihm Feedback geben wollten oder selber einen Burgerladen haben oder sonst irgendwas. Einfach, weil uns das für unser Business tatsächlich sehr gut hilft. Das ist einfach eine gewisse Fähigkeit, die man damit entwickelt. Und zwar die Fähigkeit des Analysierens und in die Vogelperspektive zu gehen. Und das kann man halt sehr, sehr gut auf sein eigenes Business übertragen. So, wir haben zum Beispiel gesehen, okay, man hätte den Service besser machen können, man hätte den Prozess vom Bestellen besser machen können, man hätte ordentlicher machen können, man hätte das und das besser machen können, man hätte hier professioneller sein können, man hätte das und das machen können, dann wären mehr Kunden reingekommen. Und dieses Denken zu entwickeln, vor allem, wir mussten uns das nicht mal vornehmen, das kam komplett automatisch. Das hilft uns persönlich im Business sehr und das können wir nur jedem mit auf den Weg geben, dass ihr das auch macht, wenn ihr irgendwo reingeht, dass ihr direkt schaut, okay, man könnte das besser, man könnte das besser machen. Und dann werdet ihr automatisch auch anfangen, an eurem eigenen Business Dinge, sage ich mal, direkt zu analysieren und von außen zu betrachten. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Tipp. Versucht das umzusetzen.